Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Die sechsteilige Thriller-Serie Informant, Angst über der Stadt, die am 10. Oktober 2024 auf Arte und in der ARD-Mediathek startete, ist eine packende Adaption der BBC-Serie Informer. Matthias Glasner, der für seine Werke oft eine düstere und realistische Perspektive auf komplexe Themen wählt, greift hier das Thema Terrorismus auf und zeigt eindrucksvoll, wie sich Angst und Paranoia zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung entwickeln können. Die Serie fängt mit einem Verdacht auf einen bevorstehenden Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie an, einem Konzert, das ein Symbol des Friedens sein sollte, mit einem jüdischen Dirigenten und einer muslimischen Geigerin. Die Handlung konzentriert sich auf den desillusionierten LKA-Ermittler Gabriel Bach, gespielt von Jürgen Vogel, und den unwilligen afghanischen Informanten Raza Shahin, gespielt von Iva Wafai. Gabriel ist eine zerrissene Figur, die von ihrer eigenen Vergangenheit als verdeckter Ermittler in der rechten Szene gezeichnet ist. Ihm wird die ehrgeizige BKA-Beamtin Holly Valentin, gespielt von Eliza Schlott, zur Seite gestellt, die mit ihrem kühlen Pragmatismus einen starken Kontrast zu Gabriels chaotischer und emotioneller Herangehensweise bildet. Gabriels Entwicklung im Laufe der Serie zeigt nicht nur seine berufliche Desillusionierung, sondern auch die tieferen persönlichen Wunden, die er in sich trägt. Holly hingegen bleibt auf den ersten Blick unnahbar, doch ihre allmähliche Verwundbarkeit macht sie zu einer komplexen Figur, die mehr als nur eine klischeehafte Karrierefrau ist. Die thematische Tiefe der Serie liegt vor allem in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Arbeit der Sicherheitsbehörden. Statt eine klassische Heldengeschichte zu erzählen, zeigt Informant, wie die Polizei durch ihre übertriebene Angst vor einem Anschlag selbst die Katastrophe auslöst. Die Serie vermittelt auf brillante Weise die Vorstellung, dass die Maßnahmen, die getroffen werden, um Terror zu verhindern, am Ende oft nur weiteren Schaden anrichten. Diese scharfe Kritik wird durch die subtile, fast dokumentarische Kameraführung von Friede Klaus und die zurückhaltende, aber stimmungsvolle Musik von Sven Rossenbach und Florian van Volksem unterstützt. Besonders gelungen ist die Charakterzeichnung in der Serie. Jürgen Vogel als Gabriel Bach bringt die Zerrissenheit seiner Figur authentisch auf den Punkt, ein Mann, der sich sowohl im Privat- als auch im Berufsleben verloren hat. Seine Beziehung zu Holly entwickelt sich langsam von Verachtung zu Respekt, während Raza, der anfangs nur ein unschuldiger Flüchtling ist, sich immer mehr in ein gefährliches Spiel verstrickt. Die Kameraarbeit trägt entscheidend zur intensiven Stimmung der Serie bei, indem sie die klaustrophobischen, bedrückenden Situationen der Ermittlungen perfekt einfängt. Der fast dokumentarische Stil lässt die Serie noch realistischer wirken und verstärkt das Gefühl der Nähe zum Geschehen. Die Serie zeigt eindrucksvoll die Folgen von Angst und Misstrauen und wie diese Gefühle zu einer Eskalation führen können. Informant ist nicht nur ein packender Thriller, sondern auch eine scharfsinnige Reflexion über den Zustand unserer modernen Gesellschaft und die Ohnmacht, die aus Paranoia entsteht. Die Serie lief erstmals ab dem 10. Oktober 2024 auf Arte und ist seitdem auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Eine weitere Ausstrahlung im Ersten erfolgt am 16. und 17. Oktober, eine Serie, die man nicht verpassen sollte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Inhalte verpasst. Teile das Video mit deinen Freunden und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback und sehen uns im nächsten Video.